Hallo und herzlich willkommen zurück bei Super Smash Bros. Brawl. Wegen des Reich der Lüfte, liebe Leute. Und da ist Pity Boy. Und zieht eine Bombe. Palutena, hallo, wie geht es dir? Du bist im neuen Super Smash dabei. Palutena. Palutena. Ja, und irgendwie eignet sich dieser Park gut, über Palutena zu sprechen. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Und dann, ich habe es vorher nicht gedacht, dass wir jetzt über Palutena sprechen. Alle, die die E3 gesehen haben, ne? Ich weiß, jetzt quatsche ich trotzdem diese Zwischensequenz rein, weil ich einfach sonst nicht zum Quatschen komme und das dann kein LP wäre, sondern Walkthrough. Als Palutena auf der E3 angekündigt wurde, habe ich mich gefreut wie ein Schneekönig. Ich habe mich so derbst gefreut, weil ich nebenbei Kid Icarus Uprising gespielt habe. Ja, ich habe mich halt übelst auf Palutena gefreut. Weil Palutena hat eigentlich jetzt schadet sich. Wir sind groß. Ja. Ich finde die Abilities auch so richtig nice. Ey, ich hab sie gefallen. Ja, Palutena ist ja einer der ganzen Charaktere, die angekündigt wurden. Aber denn dafür, dass Pac-Man angekündigt wurde, ne? Das sehe ich ja nicht so stark ein, ne? Wenn ich mal ehrlich bin. Wer braucht den? Ich nicht. Tut mir leid, aber es ist er. Oh, Katzin. Diese? Würde ich bei der Katze nicht reden, ne? Wenn ich nicht dazu komme. Es ist halt so. Und das ist die halbe von Mitternacht. Nehmen wir jetzt doch mal wieder ruhig. Ja, ich finde Pac-Man jetzt auch nicht so krass aus, ne? Da würde ich lieber jetzt einen anderen Charakter spielen. Zum Beispiel, den Villager, den halt so viele, den so viele als unnötig finden. Ich finde auch unnötig, dass er so weg ist, aber ich finde ihn nötiger als, Pac-Man. Da Pac-Man für mich einfach erstens kein Nintendo-Scheiß. Was soll das? Benannt. Oh, das wird doch alle holen. Was soll das jetzt? Das schwör ich so weg, so, egal. Ach man, bitte. Ich komm zurecht, Leute. Ach, wenn ich dumm. Bock auf die Scheiße. Aber er hat Bock auf mich, ja, anscheinend. Arsch. Boah. Kann ich runter? Nope. Okay. Hau ab, bitte. Weil du auf doofe Gedanken kommst. Hoppala. Ja, ich fliege jetzt mal vor. Das kommt. Ich hab den Pac-Man jetzt, Alter! Ich komm mit Pac-Man raus. Ich muss mal den Schild jetzt hier runter setzen. Jetzt ist das Viech eigentlich zu easy. Der war den Schild hin. Ich hatte mein Schild doch. Hat das mehr Schaden? Ich komm klar, Leute. Er aber nicht. Du Katze. Bams!
Boni. Jetzt habe ich mein Thema schon wieder vergessen, dass ich jetzt Quaggel habe. Ist das Mario? Das ist Mario, Alter. Ihr beide habt kein Wort miteinander gesprochen. Ihr wisst beide, was ihr wollt. Also voneinander. Mega. Ich hab was vergessen. Achso, ja. Ich fand Pac-Man eigentlich wirklich unnötig. Da finde ich irgendwie fit. Trainerin und Trainer sind da beides. Beide vorhanden, sag ich mal. Das ist kaum vergiftet. Ist so. Alle hätten den Kerl eigentlich noch. Trainerin hat man doch das gesehen im Spiel von Wii Fit, ist egal. Aber dafür finde ich Little Mac mal wieder so richtig krass, Alter. Wenn ihr gegen mich kämpft, wisst ihr, wer mich meint, und zwar mit Little Mac. Wenn ihr meistens gegen Little Mac kämpft, oder Little Mac seht, dann kämpft ihr. Weil Little Mac einfach Little Mac ist, Alter. Niemand kann was gegen Little Mac haben. Little Mac ist einfach der Babo. Der Bär steht so schon Little Mac. Wer wurde noch? Irgendeiner war doch noch, glaube ich. Ne? Ich klatsche doch nicht alles. Hat er noch? Schon. Mac? Klar, ich will den Mac haben. Ja, ich habe ihm wie sie nichts gewünscht. Das ist halt nicht das Problem, so wieder hochzukommen. Schneller als der Bildschirm, oh mein Gott. Ah, oh, da ist eine Wand. Left Wand. Cool. Speed! Wer war denn noch? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Yuji Samus ein einzelner Charakter ist. Weil ich meine, hier eigentlich immer nur als Belastung, aber so wie ich sie kann sie nicht so stark sein. Gut, die momentan in Zero sind, aber... Cheek, da freue ich mich auch, dass sie jetzt eigentlich mal alleine ist, weil ich was selber einfach als Spieler bin. Deswegen, wenn ich hier wohl nie mit ihr spielt, außer wenn es wirklich so notwendig ist, ich erinnere mich, komm mal, die Story. Ich weiß nicht, was hier mein Band eigentlich war. Aber ich komm so langsam wieder, muss man ja schon sagen. Aber wo man langt. Oh, eine Max Tomate. Yay! Max Tomate! Yay! Ne, ich fall nicht. Ich fall nicht. 2 Minuten geht der Part noch, Leute. Kriegen wir auf jeden Fall das noch abgeschlossen. Katzin. Das ist so die geilste Katzin, die ich je gesehen habe, Leute. Leute. Den Kämpfer beigetreten. Mario. Den Kämpfer beigetreten. Pits. Ich kann euch mal zeigen. Wir haben zwischendurch eine Papierschnipsel, so ein Aufkleber. Ja, weil ich euch schon gespielt habe, haben wir halt ein paar Aufkleber. Also welche. Ja, es ist klar jetzt. Mit diesen Aufklebern können wir uns halt verbessern. Schlagwiderstand zum Beispiel. Was zum Hängen. So hat der einen Düsenpack. Ich weiß es nicht. Den kenne ich sogar. Das war der Optionsständer des Mario Party 5. Ja, dann können wir halt unser Zeug verbessern. Hier Schlagwiderstand. Mario Kart Doppeldash, 3 rote Panzer. Das war in jedem Mario Kart, verdammt nochmal. Und der Yoshi aus Mario Party 2 ist zum Beispiel, ne? Schlagwiderstand erhöhen. Und wir können halt so viele drauf machen, wie wir Platz hier haben. Also Tetris Style, Kreis. Ich wollte das euch nochmal gezeigt haben. Das machen wir aber, weil wir jetzt halt schon Sticker haben. Sammeln wir fleißig weiter. Oder sammeln allgemein ein bisschen. Und, erstmal speichern wir ab.
Mann, das ist epic, ey. Das mache ich überhaupt nicht, weil es überhaupt nichts passiert. Vom finalen Endboss machen wir das mit den Stickern, damit wir nicht OP sind jetzt. Okay. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao, wenn es wieder heißt. Smash Bros. Brawl. Auf Wiedersehen, liebe Leute.